Huhu, Leute, ich bin Flash, willkommen zu Let's Play Series Sam 4. Wir sind immer noch in Rom, im ja, zweiten oder dritten Level. Ich weiß nicht, ob ich das Kapitel 00 dazuzählen soll, oder sagen wir, wir sind in Kapitel 2. Und wir haben in der letzten Folge eine Nebenmission gemacht und haben da diese schöne Waffe bekommen. Die können wir uns auch jetzt mal angucken. Das ist das M29 Infanterie Sturmgewehr, was wir jetzt bekommen haben. Neue Gegner haben wir auch gesehen. Einmal den Oktanischen Commander, das ist der mit dem Schild. Munition, du solltest sie also nicht auf dem Schild verschwenden. Greif Oktanische Commander von hinten an. Ja, aber wir haben auch schon rausgefunden, man kann sie mit einem Nahkampfangriff one-shotten. Und dann noch die Kampfdrohne hier. Ja. Ist jetzt aber nicht so interessant. Die waren zwar schnell, sind aber auch extrem schnell gestorben. Die haben nicht viel ausgehalten. So, und jetzt testen wir doch dann einfach mal im nächsten Kampf, testen wir direkt mal hier das Sturmgewehr, was wir bekommen haben. Ja, hier liegt noch ein Leben, das ist sehr gut. Komischerweise packt er das immer weg. Man kann, obwohl da steht, die Gadget aktivieren, kann man das nicht aktivieren. Er packt es immer erstmal weg und man muss es wieder neu rausholen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. So, und da wird dann jetzt gleich die nächste Kampfarena sein. Na gut, dann mal los. Oh, Cutscene sogar. I sense evil presence. Is your priest sense tingling? No, I just see pale corpses and floating objects. Ach du Scheiße. Fledermäuse, Vampire meine ich. Sir, it's an organ hemivore. It's a fucking vampire, Kenny. Aua. Boah, Scheiße. Okay, oh, jetzt kommen die auch noch überall, oder was? Okay, mit der Knarre gehen die aber definitiv schneller weg. So, die sind ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Okay, man muss immer in Bewegung bleiben bei denen. Dann gehen die. Okay. Da hat mich jetzt die... Okay, gegen sowas geht die Knarre klar. Aber gegen die Vampire gerade hat mich jetzt das Sturmgewehr nicht so überzeugt gehabt. Aber ja, gegen solche Gruppen, solche Gegnergruppen geht das Sturmgewehr klar. Da hat das schon funktioniert. Okay. Die Vampire sind, glaube ich, auch neu, oder? Also die habe ich jetzt mal noch... Oh, nice. Die habe ich jetzt mal noch in keinem Serious Sam-Teil bisher gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht alle Serious Sam-Teile gespielt. Daher kann es sein, dass die schon in irgendeinem vorkamen. Aber die kannte ich persönlich jetzt mal nicht. Gucken wir uns die mal... Ups, falsche Taste. Gucken wir uns die mal schnell an. Aurigianischer Hemovore. Okay, sieht krass aus. Aufgrund der Geschwindigkeit der Hemovore sind Waffen mit hoher Mündungsgeschwindigkeit wie Schrotflinten, Sturmgewehre besonders wirksam gegen sie. Vorsicht, Hemovoren versucht gelegentlich ihr Opfer zu strangulieren und ausbluten zu lassen. Okay, ja, gut. Why not? Und wir haben jetzt auch schon... Ups, wow, was war das denn da gerade für ein Leck? Wir haben jetzt auch schon mehrfach Drops bekommen. Also Gegner lassen tatsächlich Munition fallen. Die wir dann nutzen können, was natürlich gut ist. So kriegt man seine Munition wieder, weil ich habe ja auch in der letzten Mission, wo wir auf dem Dach waren, wo wir mit dem italienischen Widerstand zusammenkämpfen mussten, habe ich einiges an Shotgun-Munition alle geballert. Und darum, da muss man immer wieder sich ein bisschen auffüllen und damit geht das, glaube ich, ganz gut. Okay. Ja. Ah, da kommen sie. Oh, da kommen sie schon. Aua. Okay. Ein paar höre ich noch. Okay.
I almost made Stairway to Heaven joke. You are forgiven, Father. Na, hier seht ihr, hier liegt überall Munition drum. Aber leider nicht genug, um das, was wir verbraucht haben, wieder aufzufüllen. Also wir haben Minus gemacht. So oft droppt dann doch nichts. Gut, wir benutzen ja auch die ganze Zeit die Doppelläufige. Die ballert natürlich doppelt so schnell durch Munition durch. Wow! What a lovely view! Planet Earth, baby! Ja, das ist echt schön hier. Place like it. Benutzen. So, Schaumbad und Hellfire. This is Bill Corwin, bringing you Memories of Earth. Ja, könnt ihr dann, wie gesagt, angucken wieder, wenn ihr das Video auf Pause stellt. Okay, jetzt sind wir tatsächlich hier oben. Da unten waren wir gerade auf diesem Parkplatz da. Okay, jetzt müssen wir bestimmt auf Fernkampf schießen. Das heißt, ich nehme mal die Knarre raus. Weil jetzt werden mit Sicherheit Fernkampfviecher kommen. Beziehungsweise nicht mehr total naher Kampf, sage ich mal. Sondern wahrscheinlich von Hausdach zu Hausdach ballern und so. Ja, genau, das habe ich nämlich gemeint. Okay. Praise the Lord! I'll pass the ammunition. Okay. Der ist gar nicht so schlecht, der Pater Mikael. Der holt auch hin und wieder mal ein paar Gegner weg. Also die sind nicht hier einfach nur irgendwelche stumpfe NPCs, die nur so tun, als ob sie mitkämpfen, sondern die machen auch tatsächlich was. Also hin und wieder killen die auch mal einzelne Gegner weg. Also die nehmen ein kleines bisschen die Arbeit weg. Okay, Knarre alle. Ist aber nicht so schlimm. Oh, ich höre wieder so ein Vieh rumlatschen. Ich sehe auch so ein Vieh rumlatschen. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Das konnte gar nichts tun. Okay, gucken wir einmal da hoch. Da ist mal nichts. Wollen wir hier rein, ist die Frage. Ah, da geht's einfach raus. Okay, dann können wir hier tatsächlich sogar rein. Gucken, ob wir im Zwischenstockwerk was holen wollen. Nein, da ist gar nichts. Okay. Hier haben wir nichts. Wo ist nochmal benutzen? Ich weiß gar nicht. Ah, guck mal, hier liegt wieder ein Leben. Das ist sehr gut. Das nehmen wir natürlich mit. Natürlich steckt das wieder weg, wenn man linke Maustaste drückt. Also es scheint auch irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Okay. Machen wir mal. Da ist wieder ein Radio, was wir uns anhören können. Und wir haben auch wieder Sturmgewehrmunition gekriegt, wenn auch nicht viel. Aber irgendwie bringen die gar nichts, die Radios. Ist ein bisschen komisch. Das ist echt ein bisschen komisch. Wartet mal, wo geht's hier hin? Nach ganz unten. Aber will ich das überhaupt? Weil das sah gerade an einer Stelle so aus, als ob ich erstmal in den Zwischenstockwerk will, oder? Nee, hier, das ist das Zwischenstockwerk, was ich gesehen hatte. Genau. Ich habe von da oben, als ich da oben stand, hier diesen Balkon gesehen. Und da dachte ich, ich will vielleicht erstmal hier hin, von oben runterspringen, aber das ist, na gut, hier ist auch gar nichts. Na gut. Dann hat sich das auch erledigt. Mal wieder eine Propagandalf-Drohne. Ah, wieder eine Nachricht von Lord Akriman. Gut, die hätten wir uns jetzt mal in Ruhe anhören können, aber... Oh nein, kommen jetzt etwa Cooms, oder wie die heißen. Das sind nämlich diese Skelettpferde. Und die waren eine der schlimmsten Gegner, auf die man in Serious Sam treffen kann. Total nervig, super schnell. Man hört die ganze Zeit die Hufen von denen und die springen einen dann im letzten Moment auch noch an. Nee, die hießen nicht Kum, die hießen Clear oder irgendwie sowas hießen die, glaube ich.
Das kann ja jetzt was werden, wenn die ab jetzt kommen. Also das waren wirklich die schlimmsten Gegner, die es in Serious Sam gab, fand ich damals. In Serious Sam, The First Encounter und Second Encounter. Okay. Dann gucken wir doch mal, was hier kommt. Auf jeden Fall. Oh, da war ein Secret. Secret Area. Wir müssen gleich mal einen Schritt zurück. Hier sind ein paar Leute. Ah, die waren auch schon im Intro. You want Mexican? I got Mexican. You want American? I got American. Y'all want to bite me? Come get your chili con carne. Chili con carne. Sex, drugs, machine guns. Rodriguez. Okay. What he said. Less talking, more shooting. Jones. Ja, diese Intros von den Leuten ist so ein bisschen wie bei Left 4 Dead. Nice to see you in one piece. Yeah, yeah. Never been so glad to see your ugly face, cabrón. Hey, where's the rookie? I really wish I had a gun! Catch! Mal sehen, was er jetzt mit der Knarre... Oh, er weiß sogar, wie man eine Knarre benutzt. Oh. Das war cool. I lost my shoe. The new guy. Nice shot! Crap one-liner, though. I wasn't trying to do a one-liner. I lost my shoe. Dude, that doesn't even make sense. Should have said surprise. Just as you turned around. That would have been sweet. I was just trying to survive. I wasn't... This is triple A, boy. You gotta survive with style. Oh Gott, ey, das ist so richtig cringy. Okay. Hey. Jetzt wird's hier ein bisschen voll. Boah, die Knarre macht echt viel Schaden auf die Entfernung. Das ist krass. Aber es macht Bock. Das war's sogar schon. Oh nein, nicht die. Okay, jetzt kommen auch die Suicide-Viecher. Alles klar. Die kommen jetzt also auch. Auch eine der schlimmsten Gegner aus Serious Sam. Einfach Nahkampf. Suicide-Viecher, die auf einen zurennen und explodieren. Und die haben nicht mal einen Kopf. Und trotzdem rufen die ganze Zeit A. Und es sind echt viele. Und da ist gerade einer in meinem Rücken explodiert. Okay. Die werden nervig. Das war aber schon immer so. Oh, oh Gott. Nuggets. I got something in my shoe. So, Kenny, you should have. Wieso ist hier gerade so viel kaputt gegangen? Ah, hier kommen jetzt gerade Supplies, Motherfucker. Ah, jetzt haben wir die auch noch hier. Okay, die müssen wir so wegmachen. Können wir zum Glück neue Sachen einsammeln? Munition. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Das war ein cooler Kampf, der hat Bock gemacht. Hey Kenny, I got a good one for you. Ragnarok. Oh, es geht weiter. Aua. Ja, und jetzt sind auch noch
Jetzt sind auch noch die Viecher da. Sobald die sich auflösen, kann man die schon nicht mehr treffen. Aua. Ich krieg hier gerade ein bisschen auf den Sack. Wow, I'm still alive. Okay. Die Stelle hier ist gerade echt lang. Die hier kann man irgendwie one-shotten, aber ich weiß nicht wie. Mal sehen. Nee, das war zu spät. Man kann die. Ich habe in der ersten Folge, wo die vorkamen, da habe ich einen von denen geone-shottet. Aber ich weiß nicht wie. Aua. Da sind das viele. Die machen aber gut Schaden, die eigenen Kollegen. Es ist nicht schlecht, was die an Schaden machen. Good work, guys. Oh. What the hell? Ah, jetzt haben wir also auch so ein Vieh. Okay, time to break out. Oh yeah. What? The minigun? But that's Hellfire's. You know what she's like about people taking her stuff. Nah, she won't mind if I take it. Okay. Comment on the fact that a giant metal spacesuit just burst out of the ground? What was it doing down there? If I was told I would fight God of Circle. Kann man sehen, wo die Dinger landen? Hey Joe, wanna bet I kill that thing first? Oh, you wanna owe me money that bad? Okay, hier kommt auch immer neue Drops kommen hier auf. Man kann einfach irgendwo hinschießen, so wie es aussieht. Oh, jetzt muss ich ein bisschen auf die Raketen aufpassen. Die sind anscheinend zielsuchend oder so. Weil die sind gerade alle ziemlich nah an mir vorbeigeflogen, die Raketen hier. Oh ja, hier zum Beispiel. Ein bisschen aufpassen. Bisher hat mich noch keine einzige getroffen. Und das war's. Nice. That, my friends, is an ex-snake. Technically speaking, it's an ex-basilisk. Shut up, Rodriguez! Caution, extremely flammable. Okay. Ja klar, als ob ein normaler Bus so durch eine Steinwand durchfahren könnte. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Hey Carter, what's new? Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the Italian Prime Minister's personal ufologist in 2052? Now, most people say it was the Illuminati, but I'm pretty sure it was the CIA. Your tax money at work! Paranoid? Who told you that? Why did I even ask? Ladies and gentlemen, the express bus to anywhere but here is now departing. Jetzt ist das Level zu Ende? Want me to drive? I don't trust your driving, Stone. Remember what happened in Oslo? Hey, that nun came out of nowhere. You know, it's funny. Today's my birthday. Damn, I didn't get you a present. Hey, kann sein, dass wir kein einziges Secret gefunden haben in dem Level?
Yep. 0 von 10. Wir haben uns doch echt gut umgeguckt, oder nicht? Dachte ich eigentlich. Ich dachte, wir hätten uns gut umgeguckt. Aber wir haben 0 von 7 Secrets. Wo sollen die denn die ganzen Secrets sein? Ich kriege wirklich langsam das Gefühl, dass man sich zum Teil die Secrets frei schießen muss. Also, dass man irgendwas kaputt machen muss oder so. Weil man scheint durch normales Rumlaufen und in die Ecken gucken, scheint man nicht alles zu finden. Es kann natürlich jetzt natürlich auch sein, dass jetzt bei diesem Endkampf in dieser riesengroßen Arena, dass wenn man da sich umguckt, dass man da eventuell Secrets findet. Weil ich habe jetzt eigentlich nur gekämpft. Ich habe mich ja nicht irgendwie abgesetzt und die Gegend erkundet. Und gerade als die Cutscene, die letzte, losging mit dem, wo man halt auf die beiden Letzten, diesen Jones und Rodriguez, wo man auf die trifft, da sah es so aus, als ich durch den Torbogen gelaufen bin, als ob links irgendwie so ein Geheimgang war, wo ich auch gesagt habe, oh, Secret, guckt mal da. Und da habe ich jetzt gar nicht geguckt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich mich jetzt noch umgucken kann. Aber, tja, ist aber auch egal. Wie gesagt, das wird kein... Oh, da sind sie. Hier sind die Clear, oder? And the Lord said to him, can these bones live? And Ezekiel said, O Lord, they will obey your commands. Brand, ask questions later. Okay. And that's how you do it. Thank you for rescuing me, friends. You're welcome, Father. But we still need to get you into the Vatican Library. All right, team. Give me some options. Rome's sealed tighter than a virgin's buttocks. Sorry, Padre. Wheels are out. Hellfire, what about wings? No way! It's like the annual Octanian Raider convention up there. Toyline Hellfire is correct. Unless Vesuvius were to erupt, enemy control of the airspace will remain absolute. Yes, yes, that's it. But we'll use Vesuvius, just like in 2010, when they used HARP to trigger that volcano in Iceland and brought down all air traffic in Europe to stop the Illuminati from getting out of Belgium. Ridiculous! The HARP is the High Frequency Active Auroral Research Program. It is not an earthquake machine. Yeah, well, that's what they want you to think. Nonsense! I would know about such a device. Actually, it is an earthquake machine. Verdumpt! Wait, I'm right? Yes, I knew it! And now he'll never shut up. Thanks. We called it Project Rock and Roll. A powerful experimental weapon designed to provoke seismic activity. It hasn't been used in years. But I've got the access codes. But sir, the targeting system is down. We need to manually place beacons to realign the satellite. Then the team just won an all-expenses-paid trip to beautiful Pompeii. It's crazy. It's impossible. I love it. Let's do it. Okay. Sam, I need the team to place 8 beacons. I've uploaded the target locations to your Nitrixa. Okay, guys. All we need to do is take these doodads to their designated locations. Rodriguez, you go north. Kenny, west. Jones, do the stadium. I'll take care of the south. And you know the drill. Last one back pays for drinks tonight. Yep. On it. Moving out. I'll be in the car. Okay, also müssen wir jetzt hier so 8 Signalgeber Hey, warum bin ich jetzt auf einmal so langsam gewesen? 8 Signalgeber aufstellen, damit diese Erdbebenmaschine Erdbeben machen kann. Na gut, dann machen wir das doch mal. Aber erst gucken wir uns hier um. Weil anscheinend sind wir in diesem Spiel, oder ich zumindest, aber da es ja ein Let's Play ist und ihr so mit dabei seid, sind wir in diesem Spiel echt mega scheiße darin, Secrets zu finden. Aber das haben wir ja, jetzt haben wir schon mal eins. Aha, jetzt kann uns schon mal keiner mehr sagen, wir finden keine Secrets. Wir haben nämlich wenigstens eins. Okay. Dann gucken wir uns doch mal hier um. Da haben wir noch was, noch mehr Secrets. Aber jetzt gucken wir noch hier lang. Wir müssen das Ganze, guck mal, da ist nämlich auch noch was. Da müssen wir von oben reinspringen, glaube ich. Das machen wir. Wir scheinen noch wieder komplett neu,
komplett neu aufmunitioniert zu sein, auch was Lebenspunkte und sowas angeht. Oh, da kommt man, glaube ich, gar nicht so einfach hin. An das, was hier unten ist. Warte, wo war das nochmal? Ach, hier. Schon wieder verlaufen. Von da oben, oder? Muss man da irgendwie hinspringen, habe ich das Gefühl. Oder kann man das hier kaputt machen? Ja, kann man, okay. Manchmal muss man halt auch einfach mit Gewalt zu den Secrets, so wie es aussieht. Na gut. Schon mal 2 Secrets in den ersten 10 Metern des Levels gefunden. Ja, gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann wir das erste Mal... Achso, ich wollte nochmal schnell hier bei Netriska die Gegner angucken. Jetzt haben wir nämlich noch hier den enthaupteten Kamikaze. Ja. Und dann noch diesen sagittarischen Sidewinder heißen die. Okay. Miniguns haben sich bewährt. 3000 Gesundheit. Okay. Und auch hier haben wir wieder, das fand ich auch komisch, irgendwie scheint hier jede Waffe immer nur standardmäßig 10 Schaden zu machen, weil selbst die Minigun... Ja, die können wir auch Nahkampf mal sehen. Okay. Natürlich easy, wenn wir die einfach nahkampfen können. Die Animation scheint zwar immer die exakt gleiche zu sein. Ja, die Minigun, die attackiert zwar schneller. Aber die macht auch nur 10 Schaden. Ey. Oh nein. Wo? Okay. Ich höre hier die ganze Zeit Gegner, aber ich weiß nicht, wo die sind. Da ist einer. Hi. Was ist denn jetzt mit dem seiner KI los? Jo. Was war denn da jetzt los? Okay, hier... Oh, nice. Leben. Aber diesmal hat das gar nicht rausgeholt, aus irgendeinem Grund. Okay. Na, guck mal. Kommt der Süße angelaufen. Also, man muss anscheinend bei jedem Gegner einzeln rausfinden, ob die... Man muss anscheinend bei jedem Gegner einzeln rausfinden, ob man die one-shotten kann mit einem Nahkampfangriff oder nicht. Oh nein. Piss dich. Zum Glück sprengen die halt auch die eigenen Leute mit weg. Die Kamikaze-Bomber. Was angenehm ist. Sturmgewehrpatronen, auch gut. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr benutzt. Hier haben wir viel, wo wir uns umgucken können. Ah, da stand gerade einer, oder? Ja. Okay. Halte für das Waffenrad. Warum sagt er mir jetzt, ich soll Q für das Waffenrad halten? Benutzen. Ah, dann können wir gleich rein. Wollen wir aber noch nicht. Ich will mich erst hier umgucken. Hier können wir bestimmt noch ein paar Gegnerwellen auslösen. Oder Secrets finden. Hier. Ah, guck mal, Schlüssel. Horus-Schlüssel haben wir bekommen. Hier haben wir wieder was, was ihr euch angucken könnt oder durchlesen könnt, wenn ihr wollt. Okay, sind die Horus-Schlüssel wichtig für irgendwas? Weil das stand jetzt mal auch nicht in unserer Aufgabe,
dass wir Horus-Schlüssel finden sollen. Und auch das Ziel, der Zielmarker hat uns nicht zu diesen Horus-Schlüsseln geführt. Did I tell you how my goatee got its nickname? Do I wanna know? Guck mal. Weg. Oh, das war eine krasse Explosion. Okay. Wir haben anscheinend durch das Aufheben der Horus-Schlüssel haben wir anscheinend diesen Ansturm ausgelöst. Wie gesagt, auch der Zielmarker hat uns da eigentlich nicht hingeführt. Das heißt, es muss vielleicht für eine Sidequest. Hä? Ich habe mir gerade eingebildet, ich habe die schreien gehört. Jetzt habe ich schon Flashbacks, Kriegsflashbacks von den Kamikaze-Bombern und höre die ganze Zeit so ganz leise im Hintergrund dieses Ah! Okay, und jetzt müssen wir hier durch. Benutzen. Ach, dazu braucht... Ah, guck mal, dazu brauchten wir die Schlüssel. Ich hätte vielleicht erst benutzen drücken sollen, um dann rauszufinden, hey, und dann sagt Sam bestimmt, wir können hier gerade nicht durch. Ich habe die Schlüssel nicht. Und dann muss man die Schlüssel suchen. Und das haben wir jetzt sozusagen geskippt dadurch. Okay. I got a bone to pick with you. Okay, jetzt kommen die. Gucken wir uns die mal an. Clear heißen sie. Clear, genau. 125 Gesundheit, Projektil, genau. Die können Projektilischen ihren schnellen Sprungangriff entgeht man am leichtesten mit einem Schritt zur Seite. Charakteristisch Geräusch ihrer Hufe verrät die Ankunft. Genau. Die sind auch nervig. Clear-Skelette, genau. Na gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Ich hoffe, WMS hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Series Sam 4 wieder. Ciao, Leute.